So, Roland, wir sind jetzt bei dir und ich habe gesehen, du hast ein Rehkitz. Ja. Wie kommst du zu dem Rehkitz? Wie komme ich zu dem Rehkitz? Das wurde am Pfingstmontag, wurde ich angerufen von einem Jäger hier aus der Nähe. Der hatte einen Autounfall verzeichnet mit einem Reh und da ist wohl dieses Kitz irgendwie auch zutage gekommen. Und nun hatte er Befürchtung, dass dieses Kitz ja nicht überlebt ohne Mutter und hat dann selbst versucht, das erstmal ein bisschen zu füttern, aber hat nicht diese Sachkenntnis und hat mich dann angerufen, über den Uhlenkolk sozusagen oder über die Jägerschaft, weiß ich nicht genau, und ob ich mich diesem Rehkitz eben annehmen würde. Vorher hätte es tatsächlich eine Chance gehabt, wenn man es einfach in Ruhe gelassen hätte, nichts gemacht hätte, es würde rufen. Es würde natürlich ihre Mutter vermissen, weil es Milch haben will, aber es könnte eine andere Rehkitz dazukommen, weil sie eben auch Milchfluss hat und sagt, ach, hier ruft ein Kitz, gehen wir hin und vielleicht ist es ja meins und ich gebe denen einfach Milch. So wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass es trotzdem überleben würde. Er hat es dann ja hergebracht. Was würdest du jemandem empfehlen, der in freier Wildbahn einen Rehkitz findet? Weil normalerweise versteckt sich so ein Rehkitz ja einfach auch in so einem kleinen Erdloch. Durch seine Farbe ist es ja perfekt getarnt. Wenn jemand jetzt in freier Wildbahn, sagen wir, durch den Wald geht und so ein Rehkitz sieht, was würdest du ihm empfehlen? Ja, gar nichts machen, der Natur freien Lauf zu lassen. Dieses Kitz wird tatsächlich den ganzen Tag allein gelassen. Es kommt immer nur so alle zwei, drei Stunden zum Säugen. Ansonsten wird das Kitz wieder abgelegt und es ist keine Mutter zu sehen. Also einfach liegen lassen. Okay, das heißt also wirklich, wenn man durch den Wald geht in der Geburtenzeit, die ja dann wahrscheinlich zwischen März und Mai liegt, irgendwie in dem Zeitraum, wirklich rein in den Wald, fiepen lassen, weggehen. Was sagst du, ab und an mal gucken gehen, ob die Mutter kommt? Nein, oder tatsächlich nein. Wirklich komplett weggehen? Komplett weggehen. März war nicht ganz richtig, März ist ein bisschen früh. Okay. Also das ist so Ende April sind die ersten Kitze und dann geht das Mai, Juni nachher, da ist die hohe Zeit nachher, wo am meisten Kitze groß werden oder beziehungsweise geboren werden. Und wenn das mal ein Kitz nicht schafft, es ist Kreislauf der Natur, da freut sich der Fuchs. Wir sind immer dabei, wir wollen jedes Tier retten, aber in der Natur ist es ja nicht so, dass jedes Tier gerettet wird, dann würden viele aussterben, gerade die Beutegreifer, die sind auch darauf bedacht, eben solche Tiere auch zu fressen, auf die nicht ordentlich aufgepasst wird oder die zu vorwitzig sind, die werden auch gefressen. Jetzt hast du das Rehkitz ja schon eine Weile und es hat ja auch schon keine richtigen Punkte mehr, so wie man das bei einem Rehkitz normalerweise kennt. Was machst du denn jetzt mit dem Rehkitz? Ja, das Rehkitz hat eine falsche Prägung bekommen. Das denkt eben, ich bin auch ein Reh und alle Menschen sind gut zu ihr. Und meine Jagdhunde haben sich auch, die haben einen Befehl bekommen, diesem Rehkitz nichts zu tun. Und dadurch hat das Reh auch die Scheu vor Hunden verloren und somit wahrscheinlich auch vor dem Fuchs. Und kennt also keine Feinde, die es eigentlich in der freien Wildbahn eben erleben würde. Und dadurch ist es ganz schlecht vorbereitet für die freie Wildbahn und würde da wahrscheinlich keine große Überlebenschance haben. Okay, das heißt also, es kommen eigentlich eher, ich sag mal, geschlossene Gebiete in Frage, wo nicht offiziell bejagt wird und auch wenig Jagdwild ist, beziehungsweise wo wenig Räuber oder Jäger in dem Bereich. Und keine freilaufenden Hunde vor allen Dingen, ja. Jetzt habe ich ja eben schon erwähnt, dass das Rehkitz keine Punkte mehr hat. Wie lange hat denn ein Rehkitz normalerweise so seine... Ich sag jetzt mal seine normale Tarnfarbe. Ja, die Tarnfarbe hängt damit zusammen. Am Anfang liegt es ja sehr lange in den Betten, sage ich mal so, im Lager. Und da ist es gut, wenn man eben getarnt ist mit den Punkten. Und je mehr es aufsteht, dann werden diese Punkte näher zu Streifen. Unser Kitz ist jetzt von Pfingsten. Das war also Anfang Juni. Das ist also 3 Monate alt. Und dann ist noch diese Streifen. Geschichte. Und das verliert es aber auch. Man sieht, das ist jetzt im Fellwechsel. Es sieht manchmal ein bisschen struppig aus eben. Und dann kommt so langsam daher eine einheitliche Braunfärbung dazu. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie das Rehkitz überhaupt hierher gekommen ist, was du damit gemacht hast. Die Frage ist aber, warum machst du das überhaupt? Weil du hast eben erwähnt, alle 3 Stunden füttern und darauf achten, dass es die richtige Nahrung hat, mit tröpfchenweise geben, weil es den Nuckel nicht mochte. Warum machst du das Ganze überhaupt? Ja, erstmal ist es so, dass mich das natürlich schon auch interessiert, ob man sowas hochbekommt. Das ist ein gewisser Ehrgeiz, den ich auch habe. Und ich freue mich um jedes Tier, was man an Leben gerettet hat. Und danach natürlich mit diesem Problem, was machst du jetzt damit? Jetzt hast du was großgezogen, was man eben nicht wieder so frei lassen kann. Und da kommt schon die Frage, wo bleibst du damit ab? Es ist auch so, dass wir im Uhlenkolk ja eine Pflegestation haben. Das heißt, ein bisschen beruflich ist es ja auch. Wenn einer ein Problem hat mit einem Tier, sind wir beratend tätig. Und sagen den Leuten ja meistens, lass es liegen, aber wenn es schon eingesackt wurde, dann kann ich es nicht wieder zurückbringen, weil dann ist doch zu viel menschlicher Kontakt und ich weiß gar nicht, in welche Gegend es gefunden wurde. Hinzu kommt, wenn man etwas findet, darf man sich das gar nicht aneignen.
Es ist Wilderei letztendlich sogar, so ein Tier einfach aus dem Revier zu entnehmen. Also wenn man so was, wenn ein Problem hat, den zuständigen Jäger anrufen, der hat da eine Lösung für. Und wenn ich hier im Revier als Jäger so etwas habe, dann löse ich das manchmal auch anders. Und zwar, ja, indem ich da gar nichts mache und das der Natur eben überlasse, die wird es schon regeln, im Guten oder im Bösen. Das heißt also, wenn man das wirklich ganz, ganz konkret betrachtet, macht man sich eigentlich sogar strafbar, wenn man so ein Tier aus der Wildnis rausnimmt. Ja, ja. Und Rehe gibt es ja nun genug. Es kommt nicht darauf an, das Einzeltier, jedes Einzeltier zu erhalten, sondern die Art muss erhalten werden. Da kommt es auf den Einzelnen nicht drauf an. Wenn es ganz seltene Tiere sind, dann kommt es auf jeden Einzelnen an, um die Art zu erhalten. Aber bei Rehwild oder bei Krähen, uns werden häufig Krähen gebracht, meine Güte, das ist dann eben auch Futter für andere. Das ist einfach so vorgesehen. Kreislauf der Natur. Das heißt also, unsere letztendliche Konsequenz ist eigentlich tatsächlich, sollten wir irgendwo ein Rehkitz, und das geht ja nicht nur um Rehkitz, das geht ja auch um alle anderen Wildtier-Jungtiere, so gesagt, genau, einfach liegen lassen. Die Natur regelt das schon. Und wenn man wirklich nochmal, ich sag mal, nachleisten möchte, kann man wenigstens den Jäger oder den Förster aus dem Gebiet anrufen. Genau, einen Fachmann anrufen, das ist der Jäger, der Förster. Am Uhlenkolk bei uns, wenn man aus der Nähe kommt, für Mölln gerade ganz wichtig, eben, da sind wir auch gerne Ansprechpartner. Ja. Und dann wird einem auch so geholfen, genau. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir heute diverse Sachen über Rehkitze gelernt und auch, wie man mit jungen Tieren umgeht, beziehungsweise, dass man sie eigentlich eher liegen lässt. Und dann verabschiede ich mich für heute. Bis nächstes Mal. Tschüss.